Lieber Rainer, Ja. das Sommerloch droht. Oh ja, für Rollenspiele, da kommt man nicht so schnell nix. Genau, aber wir hätten da was. Genau, nämlich Enderal, die Mega-Mod zu Skyrim. Made in Germany und jetzt endlich raus aus der Beta. Wir spielen die bereits, für alle erscheint sie am... Zwischen dem 1. und dem 3. Das wird man sehen, wann sie kommt. Alles zwischen dem 1. und 3. Juli, muss man dazu sagen. Alles klar, du hast sie also schon vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Genau. Und du kannst dir mal ganz kurz erklären, worum handelt es sich? Sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie Skyrim. Genau, es soll aber ein ganz eigenes Spiel werden. Und wie ich auch in der Preview schon festgestellt habe, wird es das auch. Es werden nämlich viele Assets ausgetauscht, es gibt ganz neue Models. Und vor allem ist jetzt hier in dieser Mod der große Fokus auf der Story. Im Vergleich zum normalen Skyrim. Und die Story hat es auch in sich. Die ist nämlich nicht einfach nur so eine leichtfüßige Drachensaga, sondern es ist wirklich tiefgründig. Es geht um persönliche Schicksale von Leuten. Genau. Also alles in allem ein eigenständiges Spiel. Nur eben, dass es auf Skyrim fußt und dass man Skyrim braucht und die Gratis-Mod, genau, um das Ganze zu spielen. Genau. Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Es ist kostenlos. Ja. Die Installation, gestaltete die sich für dich problemlos oder gibt es da noch ein paar Tricks und Kniffe, die man beherrschen muss? Musst du nachher vielleicht sogar eine Anleitung schreiben? Naja, so schlimm wird es nicht. Ich hatte jetzt ein bisschen Probleme beim Download des Files eigentlich, das auch ziemlich groß ist. Aber das ist jetzt für mich halt dieser Download, wer weiß, wie das dann genau zu Release ist. Aber es wird nicht über den normalerweise bei Mods über den Steam Workshop laufen, sondern die Leute von Shure, die Entwickler, die bieten einen eigenen Launcher an, den man sich runterlädt und über den updatet man das Spiel dann auch und startet. Okay. Und jetzt hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Skyrim-Erfahrung als ich. Ich kann nicht gut einschätzen, wo wir jetzt zum Beispiel neue Texturen und neue Models stecken und wie sichtbar sich das Spiel verändert hat. Kannst du das einschätzen? Also ist es praktisch, sieht man dem Spiel an, dass es was völlig Neues macht? Zum Teil. Also ich finde vor allem, man merkt es in der Ästhetik eigentlich viel stärker. Also die Farbgebung allein so, die Wiesen sind bunter, es blüht mehr, es ist, also zumindest in den schönen Gegenden, es gibt auch mehr verschiedene Klimazonen. Mm. Also es gibt sowas wie Wüsten, Schneelandschaften, ganz normal, so düstere Settings. Oder man merkt es auch ganz stark bei den Charaktermodels, je nachdem wie schön man die halt modelliert am Ende, aber wer die Gesichter von Skyrim ein bisschen im Kopf hat, der weiß, dass die nicht unbedingt zum Schönsten gehören, was es so in der Spiellandschaft gibt. Und da macht jetzt Enderal schon einen gehörigen Schritt nach vorn. Vor allem die wichtigen Charaktere sind alle mit viel Liebe modelliert. Also das macht schon einen kleinen Unterschied. Okay, kannst du grob was zum Handlungsstrang sagen, mit dem das Spiel beginnt und mit dem es uns dann eben in die, wenn du schon sagst, Story betont, ja, in die Handlung einführt? Ja. Also wir sind im Prinzip ein Flüchtling von einem anderen Kontinent und landen auf Enderal. Und es ist überhaupt so, dass hier alles ein bisschen drunter und drüber geht. Wer es vielleicht ein bisschen verfolgt hat, das Ganze, weiß, dass es so im ganz Groben um diesen roten Wahnsinn geht, der sich unter den Leuten ausbreitet. Das ist so eine seltsame Krankheit. Und im Prinzip schmeißt uns das Spiel einfach ein bisschen rein, ohne dass wir so richtig wissen, was eigentlich passiert. Und viele so ziemliche Abfuck-Momente, wo du denkst, was passiert jetzt eigentlich? Aber es erklärt dann nach und nach, was so die Sache ist und dann nimmt es auch gut Fahrt auf, das Ganze. Also es ist schon nicht schlecht. Okay. Du kannst vielleicht mal was erklären zu dem Ort, wo du dich gerade befindest und wo, genau, die Leute wahrscheinlich den Bildschirm seit einer Minute anschreien. Hör doch mal auf diese Kreuzung hin und her zu gehen und zeige, genau, etwas vom Spiel. Genau, also in der Stadt, in der wir gerade eben waren, oder das Dorf, das ist so das Anfangsdorf, Flussheim, dem starten wir. Ist jetzt aber nicht von großer Bedeutung. Man findet halt hier auch dann Nebenquests und Ähnliches. Und hier auf dem Weg geht es dann erstmal in die Wildnis und dann zu der großen Hauptstadt, in der dann wirklich die Story so richtig beginnt eigentlich. Das ist hier eigentlich nur so ein Zwischenpunkt. Ja genau, und während ich erzähle, dann laufe ich jetzt einfach mal hier durch, damit man ein bisschen mehr sieht als nur diese Kreuzung. Endlich, wunderbar. Ja. Kannst du was sagen zur Größe der Spielwelt? Genau, also die soll ungefähr nur ein Viertel kleiner sein als die von Skyrim. Das ist auch ziemlich groß. Man kann jetzt hier mal schauen, das ist jetzt auch kein Spoiler. Einfach nur so ganz grob die Spielwelt hier.
Okay, die sieht schon deutlich anders aus Genau, es als ist die von schon deutlich Skyrim. gebirgiger. Also wie gesagt, also man merkt natürlich so dieser Engine an, es ist halt Skyrim und am deutlichsten finde ich zumindest merkt man es im Kampf. Der Kampf ist einfach noch mehr oder weniger das gleiche, auch wenn es neue Fähigkeiten gibt und so weiter, aber es fühlt sich noch stark halt wie Skyrim an. Wenn man das nicht so gerne mochte, wenn man zum Beispiel sagt, oh, Witcher ist viel cooler, das ist so ein Knackpunkt, der halt, aber was will man machen, es ist halt letztlich doch noch Skyrim. Und man kommt und den Kampf auch nicht vorbei, oder kann man in den Quests auch irgendwie kampflos vorgehen oder pazifistisch? Ja, nicht direkt. Das ist natürlich ein ganz normal, klassisches Rollenspiel, in dem du halt auch die Welt erkundest, Gegner platt machst. Dungeons Genau, durchstreifst, all ja. sowas. Und es soll knackiger werden Okay. als Skyrim. Also, und ich habe es auch schon ein bisschen gespielt, auch vor allem in der Beta. Und also da brauchst du nicht einfach in die Wildnis loslaufen. Und dann kommt zusätzlich noch dazu, dass man sich nicht so einfach heilen kann hier. Und dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Also man kann hier nicht einfach so mit seinem großen Schwert durchlaufen und alles klein hauen. Okay, jetzt hatte das Original Skyrim auch diesen Horde-Aspekt, diesen Messi-Faktor, dass man eben in die Wildnis gezogen ist oder generell überall tausend Gegenstände gefunden hat, die alle irgendwie einen Hauch wichtig waren und sich damit zugeladen und seine Wohnung voll gemüllt hat. Ist dieser Sammel- und Loot-Aspekt hier auch so ausgeprägt oder haben da die Mod-Entwickler ein bisschen die Bremse angezogen? Also ich habe den Eindruck, dass sie schon ein bisschen gebremst haben. Vor allem in der Hinsicht ist, finde ich, wichtig, also man will eigentlich wissen, wie es in der Story weitergeht, Ah. weil die Story einfach interessant ist und wird dadurch viel, also ich werde zumindest davon viel stärker durchgezogen, als dass ich an jedem Wegesrand schaue, ob da jetzt auch eine Kiste lauert. Und deswegen ist der Fokus einfach ein bisschen anderer. Also es geht einfach mehr um die Story. Die Welt ist auch cool, aber trotzdem. Lass uns doch mal in die Schenke an der Groschenstraße einkehren. Ja, ich fürchte, die ist leider abgebrannt. Oh nein, denn ich hätte auch noch mal, mich hätte auch noch interessiert, wie die Interaktion tatsächlich. Die ist nicht mehr so ganz heile. Wie die Interaktion mit NPCs aussieht, ob die Story vielleicht Wir sogar können hier vertont einfach wurde. mal Jesper ein bisschen was fragen. Zu den Das ist nämlich lebenden auch so ein Toten Punkt. werden die Also, Türen und die man Wahnsinnigen könnte Gärten eigentlich sogar geschlossen. sagen, Enderal ist besser Ein vertont als gutes Skyrim. Wort hat schon bessere Oh. Zeiten Also, geschrieben. sie haben lauter wirklich Aber professionell, viele wenigstens passiert ja professionelle mal Sprecher. etwas. Und gerade auch, Hoffentlich wenn man wenigstens. sich noch an Skyrim erinnert, da tauchen schon viele, viele Sprecher mehrfach auf. Und was einem dann auch auffällt, also vor allem jetzt in der deutschen Version. Und das ist Zu hier den nicht so. lebenden Also, die haben Toten sich da werden bei Türen extrem und die viel Mühe wahnsinnigen gegeben und es Gärten macht echt Spaß, geschlossen. den Leuten dann zuzuhören, wenn sie einem Ein gutes Wort was hat schon erzählen. bessere Manchmal erzählen Zeiten sie einem vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber es ist schon cool. geschrieben. Und sind die Dialoge gut geschrieben und gibt es auch außerhalb der Hauptstories interessante kleine Geschichten in der Spielwelt? Ja, Das ist ja es gibt auf etwas. jeden Fall auch außerhalb interessante Geschichten, aber auch hier gilt wieder, dass mich einfach dann die Hauptstory mehr fasziniert und ich dann hin und wieder einfach die auch ein bisschen liegen lasse, obwohl sie auch gut sind. Sie sind auf jeden Fall interessant geschrieben, sie sind nicht immer perfekt. Also es ist manchmal ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer, so auf tiefgründig, ein bisschen. Also die Leute gehen manchmal ein bisschen zu schnell aus sich raus und so, also da fehlt manchmal so ein bisschen das Pacing in der Charakterentwicklung. Aber das stört jetzt nicht so. Also es ist auf jeden Fall Story- und charaktermäßig 100-mal besser als Skyrim. Oho, große Worte. Und dann gibt es eben noch ein Feature, das wir jetzt auch noch zum Schluss zeigen werden. Ich glaube, einen Kampf schaffen wir jetzt am Ende doch nicht. Irgendwie wirkte das alles relativ. Ich kann nochmal versuchen, diesen Hasen. Ah, Aber das ist tatsächlich ja, erwischt. gewohntes Skyrim. Ja, genau. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz in das neue Skillmenü und du kannst mir erklären, inwiefern sich denn da was verändert hat und welche Genau. Auswirkungen das aufs Das ist Spiel jetzt hat. praktisch in so einer Ich höre dich. Zwischenwelt. Das hätte eigentlich, es war ursprünglich nur so ein Beta-Ding, dass man da seine Charakterfähigkeiten macht, aber dann gefiel es den Leuten so gut und dann haben sie es drin gelassen. Ja, man kann jetzt hier, hat man diese drei Teile, Steinklötze und hinter denen verstecken sich dann die neuen Charakterbäume, in denen man dann seine Fähigkeiten freischalten kann. Es gibt auch ganz neue Fähigkeiten im Vergleich zum normalen Skyrim. Der Unterschied ist jetzt hier, dass diese Fähigkeiten sich nicht mehr durch dieses Learning by Doing von Skyrim freischalten, sondern einfach du levelst jetzt wieder ganz normal Stufen hoch und kriegst dann Fertigkeitspunkte, die du dann hier wieder reinvestieren kannst. Und bevor du jetzt hier jedes Einzelne anklickst, das wäre auch ein bisschen lahm. Ich kann es so grob erklären, was da, ich denke mal, das sind die Klassiker Ja, dabei, genau. wie Es mehr ist Schaden, mehr Resistenzen. genau, also es gibt vor allem halt wieder einfach Krieger, Magier und Schurke, Pfeil und Bogen so in die Richtung. Ja, und es gibt dann,
Es gibt auch dann wieder ganz neue, coole Fähigkeiten. Zum Beispiel beim Schurken gibt es so eine Zeitverlangsamungsfähigkeit, in der Bullet dann, Time. genau, in der dann im Prinzip alle Gegner stillstehen und du kannst um sie rumlaufen, ein bisschen draufhauen oder drei Feuerpfeile auf sie losschießen, die dann alle schön explodieren, wenn es wieder aufhört. Also ist ganz cool. Man kann die Fähigkeiten ein bisschen besser kombinieren. Also erst, keine Ahnung, eine Ölpfütze auf den Boden hinschießen und die dann in Brand setzen. Genau, also da ist auch einiges geboten, da kann man sich gut spielen. Also das, ja. Genau. Alles klar. Und ich denke mal, das soll es für so einen Ersteindruck gewesen sein. Du spielst das ja schließlich auch erst seit kurzem wieder in der finalen Version. Wir wollten einfach nur zeigen, dass wir es jetzt haben und dass das nach etwas aussieht, womit man prima so ein bisschen Sommerloch füllen kann. Und wie viele Stunden versprechen die Entwickler denn an Spielzeit? Je nach Spielweise zwischen 30 und 100 Stunden. Ho! Also schon ein bisschen was. Und wir können auf jeden Fall an der Stelle versprechen, dass jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mehr zu Enderal kommt. Was sich so machen lässt. Alles klar, dann bin ich schon gespannt darauf, wie groß das Sommerloch sein muss, um es mit Enderal stopfen zu können. Genau. Dankeschön fürs Zeigen und danke fürs Zuschauen. Ciao.